oder sonst. Ja. So, so lasse ich das jetzt, weil es kommen noch mehr Stockwerke. So, okay. Wir machen jetzt erstmal die Hütte hier zu. Damit das hier nicht reinschneit. Und dann werden wir uns erst einmal um die Inneneinrichtung kümmern. Und ja, das war schon wieder. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Wir brauchen Licht. Dieses Licht. Da. Brauchen wir dringend. Hier drinne. Hier drinne brauchen wir Licht. Das muss ich. Ich muss das jetzt haben. Ja, holen wir mal eben. Ja, der Kamin auf jeden Fall. Es gibt ja so einen coolen... Ah, es gibt so geile Sachen in der CKF-Mod. Warte, lass mal gucken, was wir da haben. Es gibt ja diese Schmelze einmal. Das wäre ja eher denn fürs Craften. Da haben wir noch einen extra Raum wahrscheinlich für. Aber... Hier, das ist die Foundry, genau. Die brauchen wir nachher später auch noch. Meine Fresse, ist die teuer. Alter Vater. Ja, okay. Dann haben wir ja noch diese wunderschöne Feuerstelle. Da haben wir ja diesen Chimney, genau. Den Fireplace. Wo wir auch kochen können. Und hier ist der Kamin obendrauf. Oh, das wird so gut. Ja, komm, das bauen wir jetzt. Ich will das. Fireplace. Wir haben kein Zement. Ja, Kruzifix. Das haben wir aber. Das machen wir auch noch. Achso, das ist wegen des Cooking Pots. Da fehlt aber noch hier diese andere Kiste. Wo finde ich das denn? Ich glaube, das habe ich nicht freigeschaltet. Diese Spieße und so, wo man das Fleisch draufpacken kann. Mal kurz gucken. Aber ich glaube, da gucke ich lieber unter CKF. So, das war nämlich... Wo war denn das? Oh, eine Windmühle. Eine Windmühle, Leute. Windmühle und ein Millstone und so. Muss auch da. Muss irgendwann auch hier hin. So, wo ist denn der Kram jetzt? Hallo? Ah, hier. Rotisserie. Die Rotisserie. Wo ist die jetzt? Wo finde ich die hier? Rotisserie. Brauche ich auch Zement. Okay, Zement. Ja, gut. Zement hole ich mal eben von... Lila Lutstrahl. Ich hole fix Zement von drüben. Wenn wir welches haben, ich weiß es nicht. Mal gucken. Schon wieder schweinekalt. Wollte gerade sagen, hier ist Tag. Nein. So, Zement. Haben wir denn Zement? Das ist jetzt nicht so viel, ne? Soll aber erstmal reichen. Für unsere Zwecke. Warte mal, was brauchen wir denn für Zement? Stein und Chitin-Keratin. Haben wir alles drüben. Können wir drüben bauen. Gar kein Problem. Machen wir einfach. Aber wir haben jetzt ausreichend für den Kamin. So. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wo wir den hinstellen sollen. Wir brauchen doch erstmal Räume. Und Lampen. Wir brauchen Lampen, das ist viel wichtiger gerade. So, aber dann baue ich jetzt schon mal die Rotisserie und den Cooking Pot. Das müssen wir schnell mal fertig machen. Feuerstelle, Cooking Pot. Und
Rotisserie. So. Was fehlt? Fehlt irgendwas? Nö. Das sollte passen. Okay, cool. So viele Schmetterlinge. Ja, ja, ist schon wieder soweit, ne? So, warte, ich mache nochmal schnell ein bisschen Zement hier. Dann habe ich schon wieder vergessen, was ich allgemein gerade machen wollte. Ach so, Lampen. Lampen sind wichtig. Hier machen wir ein bisschen Zement. Und dann machen wir hier noch ein paar Lampen. Hier haben wir auch noch ein paar. Das ist super gut. Die werde ich jetzt direkt mal einsetzen. Fix in den Turm und so. Dann müssen wir noch den Lootstrahl holen. Vogel. Komm mit. Da ist bestimmt auch wieder nur Scheiße drin, ne? Das sage ich ab sofort immer. Dann kommen nur gute Sachen bei raus. So. Ja, toll. Jetzt wird schon wieder hell. Und ich will die Lampen setzen. Na gut. Macht ja nichts. Hier eine Lampe. Es werde Licht. Hier auch. Hier. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen Licht. Ob wir das jetzt weiß leuchtend oder gelb leuchtend machen, müssen wir uns später noch überlegen. So. Es wird jetzt eh Tag. Gut, dann machen wir jetzt mal hier den ganzen Schnulli einmal hier in unsere wundervolle Truhe. Den Fireplace müssen wir später reinmachen oder aufstellen, weil ich noch nicht genau weiß, wohin damit. So, wir brauchen... Halt. Das haben wir. Der falsche. Okay, wir brauchen noch mal die andere Variante. Left rounded. Also left rounded und dann brauchen wir noch. Wieso eigentlich? Das müsste doch normalerweise. Ja, keine Ahnung. Ich brauche mal noch ein paar Ceilings. Achso, ich wollte die Treppen noch wegpacken. So, das behalten wir. Okay, paar Ceilings. Da oben, da bin ich noch nicht zufrieden. Da muss was anderes rauf. Ich will da keine Reling drauf haben, ich will da diese komischen anderen Dinger drauf haben, diese Zackenteile. Die so klassisch für einen Turm sind, aber der Name fällt mir nicht ein. So, wir brauchen Ceilings. Also einmal nochmal left rounded, habe ich gesagt. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Na toll. Na dann, Leute. Wir brauchen sowieso alles wieder. Liebe Snow White, du bist wunderschön. Bitte stell dich in die Ecke. So, wir brauchen den Vogel. Ich habe gleich wieder alles vergessen. Oh Mann. Also, wir holen jetzt Metall und Stein.
Dann bauen wir die Ceilings. Dann ist das erste Geschoss fertig. Dann müssen wir die Raumaufteilung machen. Ich denke mal unten mit der Küche und so, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir da schon mal den Fireplace hinbacken, irgendwo. Wo er gut aussieht. Mal gucken. So, Metall und Stein bitte. Ja, das ist, ich habe ja keine Waffen mit. Ich sehe auch gar nichts. Was ist hier los? Leute, wo ist denn jetzt der bewusstlose Raptor? Hä? Ich glaube, der ist schon weggefrühstückt worden, ne? Ich sehe nichts. Oder liegt hier irgendwas? Mountain Griffin, ja, ja, komm. So, wir brauchen den Platz für das Metall. So. Ah, schön. Hier hätten wir auch schon mal Metall. Ich klicke jetzt noch mal ein Stück weiter hoch in der Hoffnung, dass hier ein bisschen was nachgespawnt wurde. Ist, meine ich. Nachgespawnt ist. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich die Einstellungen machen soll, wenn das jetzt hier nicht klappt. Okay, Kristall ist noch da. Das hatten wir ja auch nicht abgebaut. Doll ist nicht, ne? Ja, schön. Das hat nicht so funktioniert. Okay, dann nehmen wir mal diese hier. Komme ich da jetzt hoch? Der Agent macht das schon. So. Okay, wo haben wir denn noch Metall? Agent? Wie doof die auch einfach sind, die Vögel. Ja, okay. Selber schuld. Oh Gott. Komm bitte her. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Rest kannst du behalten, Diggi. Vogel. Na, Agent. Bitte. Komm jetzt her. Oder friss das auf oder mach irgendwas. Oh, was ist denn mit ihm schon wieder? So. Okay. Gut. Wo haben wir denn noch Metall? Gibt es auf The Island vielleicht noch einen anderen Spot? Hier ist noch Metall.
Beweg dich. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Stein, ein bisschen Metall. Okay. Gut. Ach ja. Gut. So, was wollte ich jetzt machen? Ceilings, ne? Nein. Bleib ganz entspannt hier sitzen. Hier so. Hier ist gut. So, okay. Oh, Mann. Ja, ich wollte dich auch abpfeifen. Stimmt. Ich vergaß. So. Okay. Ich brauche... Habe ich nicht so eine... Ich wollte doch so eine Left-Dingsbums. Ach nee, hat auch... Nee, die Steine haben nicht gereicht. So war das. Okay. Also, Ceiling Left. Rounded. Und dann bauen wir nochmal so 10 von denen hier. Ein paar Wände und so haben wir, glaube ich. Wir bräuchten nur nochmal so ein paar Durchgänge. Und zwar... Diese hier. Und ich tendiere eher zu diesen. So, ich mache mal noch 2 von denen erstmal. Wenn er mich denn lässt. Gut. Das. Das. Und das. Und das. Ah, das wird richtig super. Bestimmt. Okay, klappt das denn jetzt, wenn ich diese nehme? Ja. Hervorragend. Ich glaube aber, 10 Ceilings reichen nicht, ne? Da habe ich mich wieder richtig verkalkuliert. Eine fehlt. Eine fehlt. Wir brauchen eh noch mehr. Also dann baue ich gleich mal nochmal 10 und dann passt das. So, Wände hatten wir, glaube ich, noch dort. Ja, okay. Wir müssen mit dem Dödi los. Ach, Mist. Schatzi, wir beide jetzt. Der hat nur Stroh. Okay, das passt. War ja irgendwo auch noch Metall und sogar Kristall. Oh, schöner Greif. Nö. So. Na, ihr kleinen Scheißerli. Obwohl, so ein paar Wölfe bräuchten wir eigentlich auch, ne?
Aber nicht so eine Lobobs. Nein, nein. Okay. So, dann mach mal hier ein bisschen Stein. Würde gut zur Base passen. Die Wölfe jetzt, ja? So ein Rudel holen wir uns auf jeden Fall noch. Das macht hochgradig Sinn. Wölfe? Was können wir denn hier noch so gebrauchen? Also es soll ja auch zum Biom passen. Später mal. Zum Biom passende Tierchen. Also die Pinguine. Oh, hier so ein Mammut. Mammut brauchen wir auch. Was können die eigentlich? Level 4. Nee. Ne, so ein Mammut. Also die ganzen Viecher, die hier so in diesem Biom umherschwirren. Vielleicht auch ein Yuti. Oder zwei Yutis. Mal gucken. Dann müssen wir uns hier noch ein bisschen was hinstellen. So. Ein Money, ein Money. Ja. So, was wollte ich? Ich wollte noch ein Ceiling. Zehn Ceilings. So. Okay, die reichen mir erstmal. Ich darf die nur nicht vergessen. Na. So. So, dann machen wir das Loch hier mal zu. Zack. Hier fehlt noch eine Tür. Hier fehlen überall noch Türen. Oh. Und hier fehlt noch... Oh nein, schon wieder die falsche Seite. Echt jetzt? Ja, dann brauche ich doch immer nur Left oder was? Wozu gibt's denn Right, wenn ich immer nur die Left-Dinger brauche? Hä? BTF. Wieso nehme ich eigentlich die Werkbank nicht mit rüber? Es geht schneller. So, Ceiling. Left. Eine. Bitte. So, nehme ich die noch mit. Okay. Sehr nice. Okay, dann werden wir jetzt einmal kurz alles schön machen. Hm, das sieht so gut aus, so schön schwarz. Aber ich glaube, dass die Kontraste nachher richtig cool kommen, wenn wir hier so farbenfrohe... Also die Inneneinrichtung möchte ich schon dann irgendwie ein bisschen farbenfroher haben mit schönen farbigen Teppichen und so ein Kram. Also wenn ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was ich meine. Ne, das soll jetzt hier kein schwarzer Tempel werden. Weil das Pullen nicht funktioniert. Ach so, wenn ich die Werkbank hier reinstelle. Nee, das stimmt. Dann funktioniert das Pullen nicht mehr. So, komme ich hier hoch? Ja. Ah, schön. Hier, das guckt ein bisschen durch. Okay, gut. Können wir mit leben? Kann ich das auch einfärben? Das müssen wir alles schwarz machen. So, und nachher die Inneneinrichtung, wie gesagt, dann ein bisschen farbenfroher. Haben wir Wände?
Ja. 7. Das ist jetzt nicht so viel. Wie können wir das denn mal eben machen? Also ich möchte auf jeden Fall den Kamin hier irgendwo hin haben. Den Chimney. Den können wir ja auch sehr hoch machen. Ne? Den können wir ja, wenn das Haus noch größer wird, können wir den ja ziemlich hoch machen. Also wir kommen hier rein. Tata. Würde ich fast sagen. Wir haben hier so einen kleinen Flur. Erstmal nur mal antesten, wie das aussehen würde. Haben wir so einen kleinen Flur. Ja. Und dann geht das hier links und rechts ab und vorne auch. So. Ich hole mal kurz den Kamin. Ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn wir den aufstellen. Wie groß der ist. Hier ist noch das Ding. Extension haben wir auch. Okay. Gut. So. Angenommen. Mal angenommen. Wir kommen hier rein. Hinten rechts würde ich Lager machen. Warte mal ganz kurz. Wenn du jetzt einen kleinen Versatz hast, dort hinten rechts oder hier hinten rechts? Bleib mal hier stehen. Hier, ja? Da? Achso, weil da keine Fenster sind. Okay, ja, alles klar. Gut. Der Kamin... Genau, hier machen wir Lager. Das Gute ist, wir können ja alles wieder aufheben. So riesig muss das Lager nicht sein. Das würde auch reichen, wenn hier die Wand wäre. Und wir hier... ...den Kamin hinmachen. Also hier ist ja doof wegen der Fenster. Schräg würde ich den jetzt auch nicht stellen wollen. Obwohl. Aber dann haben wir da oben den Schornstein. Wie kacke sieht das denn aus? Ja gut, der Schornstein sieht eigentlich überall kacke aus. Wir machen ja das Gebäude noch ein bisschen höher, ne? Vielleicht ist es gar nicht so doof, den hier in die Ecke zu stellen. Schön mit so einem Bärenfell drauf. Guckt er durch? Mal gucken. So schön. Und dann können wir nämlich oben... Was machen wir denn? So. Finde ich gut. Das ist okay. Gut. Also bis jetzt würde ja noch gar nichts durchgucken hier, ne? Ich sehe jetzt... Warte, ich muss mal nach oben laufen kurz. Hier durch. Okay, hier guckt er jetzt raus. Wir können das dann entweder so machen oder wir sagen, wir machen da noch einen höheren oder wir verlängern das dann auch später noch weiter. Dass dann oben nachher der Qualm rauskommt. Mal gucken. So. Okay, da hätten wir hier den Kamin. Da müssen wir reinmachen den Spieß und den Topf. Das Problem mit dem Topf ist, der braucht einen Wasseranschluss.
Das können wir aber machen. Später, wir haben ja hier Wasser, so ist ja nicht. Und dann können wir das ja verstecken. So. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Holz organisieren und Fleisch. Dann können wir das hier schon mal abbrutzeln. So. So machen wir das. Holz. Haben wir Holz? Oder Zündpulver brauchen wir, glaube ich, eher. Haben wir denn Zündpulver? Oh ja. Was haben wir? Und Fleisch. So. Dann machen wir uns mal lecker was zu essen. In der Werkbank war auch Fleisch. Ah ja, stimmt. Ich glaube, mittlerweile ist überall schon Fleisch drin. Ne? Dieses Chaos. Oh, wir machen das bald weg. So, hier. Ich hoffe, das geht mit Zündpulver. Hallo? Ich muss doch hier irgendwie. Keep Fireplace. Okay, hier kommt das Zeug rein. Boah, so gut. So gut, dann machen wir hier oben. Das sind nämlich mehrere Punkte, wo man, die man anvisieren muss. Machen wir das Fleisch rein. Und das hier ist so schön einfach, weil man das richtig sieht. Ich finde es einfach nur cool. So. Okay, dann machen wir den schon mal schwarz. Ich hoffe, das geht. Oh ja. So gut. So, so cool. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier noch einen Wasseranschluss, ne? Damit wir dann hier gegebenenfalls auch in dem Topf irgendwelche Sachen brutzeln können und brauen können. Tränke oder Farbe oder sowas. Guck, und dann ist das halt so mega cool, dass da oben halt auch der Qualm rauskommt. Und deswegen müssen wir den unbedingt so weit verlängern, dass er am Ende dann auch das zeigt, dass er hier gerade am Arbeiten ist. So, okay, wir machen jetzt hier erstmal fix die Wände und so. Also, hier wäre jetzt die Küche. Hier wäre jetzt die Küche mit dem Wohnbereich. Schlage ich vor, dass wir denn hier machen wir das zu. Hier ist der Durchgang. Okay. So, und hier machen wir noch so einen kleinen Bereich, so einen kleinen Vorraum oder sowas, der denn, wo es denn hier reingeht. Das machen wir hier zu. Und das ist dann der Lagerraum. Okay, wir brauchen. Oder oben noch einen Kamin im Schlafzimmer und dann oben der Qualm. Also ohne das ganze, die ganze Pressaliengeschichte hier, ja? Okay. Wir müssen mal gucken. Das können wir ja nach Belieben, können wir das ja verändern. Okay, ich mach mal. Also bis jetzt sieht das einfach nur aus wie ein Heizhaus, ne? Wie ein Heizhaus. Aber innen drinne, wow. Gut. So, Wände. Wir brauchen Wände. Ich brauche noch eine. Archway. Ja, warum müssen wir. Ich finde auch diese Dinger hier besonders schön. Das Ding will ich auch bauen. Und dann machen wir noch so eine Doorframe und bauen noch mal so 10 Wände. So, ich will mal was ausprobieren.
fand es viel besser als das Haus zuvor, besonders die Fenster und Bögen. Ja, absolut. Ozo Craft passt hier gar nicht rein. Ozo Craft ist für irgendwelche Hütten gedacht oder so, ne? So. Ja, auf jeden Fall brauchen wir hier noch einen Wasseranschluss. Müssen wir ja sowieso haben. Naja, mal gucken. So, also, wir machen hier einmal machen wir jetzt hier den Raum. Genau, wir kommen von da rein. Dann ist hier zu. So, vielleicht. Hier ist ein Lager. Dann kann man halt auch da drüber craften oder sowas. Müssen wir mal gucken. Hier ist dann quasi der Ess- und Wohnbereich so ein bisschen. Das wird hier ganz doll geschmückt und mit Teppichen und Bärenfell und Fische und so ein Kram. Aber die Küche muss hier irgendwie hin. Ich weiß noch nicht, ob ich mit der RP Dekor das irgendwie hinkriege, ob das gut aussieht. Hm. Hier habe ich mir jetzt gedacht, lass uns mal so einen Bogen reinmachen. Zum Wohnbereich. Ich glaube, das könnte ganz nett aussehen. So, dann müssen wir natürlich hier noch die Wände zumachen. Ah, hallo? Das hier ist auch nicht schlecht. Aber das können wir vielleicht für draußen, für oben verwenden. Mal gucken. So, hier müssen jetzt noch Türen rein. Da muss auch noch eine Tür rein. Hier müssen überall noch Türen rein. Das bleibt offen. Hallo? Okay. So, dann basteln wir mal ein paar Türen. Und dann bin ich so neugierig auf die RR Home Dekomod. Da haben wir ja auch Küche und sowas drin. Müssen wir mal gucken, was wir da so kriegen. Okay, wir machen jetzt noch ein paar Wände. Ich hoffe, wir haben noch genug Material. Machen wir mal 10. Und dann brauchen wir Türen. Und zwar benötigen wir die klassischen. Das sind die viereckigen. Davon brauchen wir, glaube ich, 4. Brauchen wir Metallbarren. Oha. Davon brauchen wir 2. Keep Door Wooden Door Frame. Davon brauchen wir 4. Glaube ich, weil ich wüsste nicht, was wir... Secret Door ist auch ziemlich cool. Eine Secret Door brauchen wir unbedingt. Das ist auch geil. Da machen wir denn unsere Schätze und so rein. Komm, das baue ich mal. Secret Door. Und das weiß keiner. Das wissen nur wir. Keiner weiß, wo da der Raum ist. Ich nehme mal hier noch so eine Doorframe. Frame. Frame? Hallo? Aber bei Wänden, ne? Secret. Hier. Oh ja. Oh ja. Da kommen unsere ganzen Schätzchen rein.
So. Okay. Und dann wollte ich noch gucken, hier hinten. Wie es mit dem Metall aussieht, mit den Barren und so. Mach mal 200 Pull. Und let's go. Okay. Ich habe Durst und ich habe Hunger. Nanu. Jetzt sieht man erstmal wieder, wie cool diese Mod eigentlich ist. Und das ist die alte CKF-Mod. Und dann gibt es ja noch die Remastered. Aber die Remastered hat leider keine runden Bauteile. Na, also kannst du halt keine runden Türme bauen und so. Zumindest habe ich bis jetzt keine gesehen. So, wir haben Wände. Dann machen wir das hier einmal zu. So. Okay, dann machen wir hier vorne endlich mal eine Tür rein. Ich hoffe, dass das die richtigen Türen sind hier. Genau, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Die ganze Zeit am besten. Und hier sind das diese? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh, es ist herrlich. So, erstmal einfärben. Schade, dass der Rahmen nicht einzufärben geht. Aber du. So. Okay. Okay, bei den Rahmen ist es natürlich anders. Da funktioniert das, aber wir haben halt diese Rahmen nicht als rund. Warum eigentlich nicht? Steffi, dir auch ein schönes Wochenende noch. Einen schönen Restsonntag. Schön, dass du da warst. Hier fehlen Wände. Mach's gut. No. Guck mal, jetzt ist das Fleisch fertig. Mmh, lecker, lecker. Gut. Okay, ich mache jetzt hier noch drei Wände, dass wir wenigstens das untere Geschoss einmal fertig haben. Dann werden wir die Türen gleich so konfigurieren, dass sie nicht ständig aufgehen, wenn wir da langlaufen. So, drei Wände. Die Secret Door. Mal gucken, wo wir die hinmachen. So, und dann möchte ich gerne die RR Home Smithy. Ich hoffe, wir können die bauen. Ja, können wir. So. Aber bevor wir weitermachen, muss ich eine kleine Pause machen, denn der Kaffee möchte gerne raus. So. Schön gesagt, ja. Warte mal, die Homesmithy, die müssen wir hier lassen.
Weil ich habe die Range leider ja, wie gesagt, nicht angepasst. Und dann lassen wir das erstmal hier. So. Und dann gucken wir gleich mal, nachdem ich die Wände eingesetzt habe, was wir da so alles bauen können. Oh, das wird so spannend. Inneneinrichtung. Yeah. Huch. Hier, hier kommen die Wände. So. So mit Bildern und all so ein Kram. Okay. So, bleib ich mal kurz hier so. Einmal kurz pausieren das Ganze. Und dann gehe ich in den Pause. Viel. Hier bei der Mod kommt ja auch immer einiges dazu. Das finde ich ziemlich cool. Und wir möchten jetzt den Dining Room auf jeden Fall einmal machen. Das ist der hinter dem Bogen. Oh ja. Ich sagte ja, ne, so eine schöne Burgenoptik, aber trotzdem mit modernen Geschichten. Was ist das denn? Boah. In der fetten Bar noch drin? Das wäre natürlich auch cool. Warum eigentlich nicht? Das finde ich auch nice hier. Wir haben aber keine Electronics. Aber ich glaube, wir haben drüben Electronics. Was brauchen wir noch so? Alles andere kriegen wir hier, ne? Mal gucken, was wir hier noch von drüben holen müssen. Table. Ach, Geschirr haben wir auch noch. Hervorragend. Verschiedene Stühle. Ja. Alles klar. Dining Room. Okay, was haben wir denn? Wo ist denn die Kitchen? Hier. Feuerstelle. Wir hätten auch von dieser Mod natürlich was nehmen können. Aber dann nehmen wir halt für Schlafzimmer und so weiter von dieser Mod den Kamin. Boah, was ist das denn? Was? Water Fireplace? Was? Open Fireplace? Ein Happy Birthday Cake. Okay, haben wir denn Cooking Pot und so? Haben wir denn auch einen Herd oder sowas? Ach, hier. Ja, okay, wir machen eine richtige Küche. Mhm. Die Frage ist nur, harmoniert das? Harmoniert das wirklich? Haben wir auch einen Wasseranschluss irgendwie? Das Sink. Genau, arbeitet ohne Water Vane. Ohne Water Vane. Okay, cool. Okay, wir holen jetzt Electronics. Oder war das noch... Gab es da noch irgendwas, was wir noch brauchen? Living Room. Irgendwelche Sachen. Kristall und so haben wir auch alles hier. Kein Problem. Ja, okay. Ich hole jetzt nur Electronics. Von drüben, aus der Hauptbase. Und die Hauptbase sieht richtig kacke aus. Gegenüber unserer super tollen neuen Base. So, wo haben wir denn Electronics? Lass doch mal schauen. Nein, da will ich hin. Electronic. Wir haben keine? Was? Ich erinnere mich dunkel, dass wir irgendwie Electronics gebaut haben. Für ich weiß nicht. Was brauchen wir denn dafür? Polymer haben wir hier. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Benzin.
ist auch kein Problem. Dann holen wir aber eher hier raus. Pool. Los geht's und dann machen wir hier eine Runde Electronics. Jawohl. Perlen. Perlen und Metall brauchen wir dafür. Okay. Ich glaube, ansonsten haben wir alles. Oder können das auf jeden Fall schnell organisieren, was wir so brauchen. Dann gehen wir mal in die Inneneinrichtung. Teppiche und all sowas. Und irgendwelche Bilder und Lampen. So, das dauert mir zu lange. Mach hin. Ich kann ja mal zwischenzeitlich nochmal gucken. Na, ihr kleinen Scheißerchen, ihr. Das könnten wir uns eigentlich auch drüben in die andere Base stellen. Naja, gut. Okay. Nein, bleib an. Mist. Macht er jetzt noch weiter oder? Nein, das hat er aufgehört. Ach, Kacke. Mal gucken, wo wir das hier hin machen. Das wird auch noch mal interessant. So, wie viel brauchen wir denn von dem Zeug? Von den Electronics? Vielleicht machen wir ja auch so eine Secret Door irgendwo hin, wo wir denn sowas wie das hier reinstellen, was unansehnlich ist und was keiner sehen will, einfach. Hinter irgendwelchen Wänden, die keiner sieht, und Türen. Das war eine gute Idee. Alles, was kacke aussieht, kommt dahinter. So. Hinter die Secret Door. So. Dann sind wir auch gleich durch. Dann habe ich hier echt noch so eine Pike bekommen. Ne? Die hatte ich, glaube ich, heute bekommen. 237%. Aber nichts kann das Ding hier toppen. Die ist echt abartig. Diese Pike hier. Die ist der Hammer. So, her damit. Hier nehmen wir auch noch mit Polymer. Ausschalten. So. Na, lass mich. Hallo? Ich komme nicht mal durch die Tür. Was ist denn da los? Jetzt. Jetzt aber. Also, wir fangen mal mit der Küche an. Wo ist denn... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Vogel? Da ist er ja. Wir fangen mal mit der Küche an. So viel Platz haben wir gar nicht. Kitchen. Möbel. Hier kann ich Gurts drin storen. Was kann ich denn damit sonst noch machen? Nichts weiter. Das kann man oben ranpappen.
Ich starte mal mit dem Zink. Da drüber mache ich mal das da. Dann nehmen wir noch den Dishwasher. Und ich will wissen, was das hier ist. So, und dann nehmen wir das erstmal mit und gucken, was das alles kann. So, weg von dem Wasserfall, bitte. So, das sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus hier. Das müsste eigentlich dahin, ne? Wenn ich das jetzt wegnehme, bricht denn hier alles zusammen? Ist das so? Wir müssen auf jeden Fall dieses Fenster nach da packen. So, ich nehme. Was ist denn das hier? Den Sink. Okay, das snappt schon mal alles nicht. Kein Boden oder Einrastpunkt. Doch, jetzt ja. Okay, cool. Was ist das hier? Hä? Kitchen Wallpaper. Da würde es gehen. Hier nicht. Oder was? Warum nur hier? Aber da nicht. Oh, wenn ich das jetzt so mache, ist jetzt nicht so schön, ne? So, okay, wir machen mal Folgendes. Muss ja auch gerade gemacht werden. Nur mal gucken, wie das aussieht. Nicht so gut. Hier würde ich ja gern um eine Ecke bauen. Oh, hier passt richtig viel Zeug rein. Okay, also. Ich werde jetzt einmal noch so ein Dreierfenster bauen und eine normale Wand, damit wir das switchen können. Ich muss es halt ersetzen, ansonsten fällt mir alles zusammen. Dann bauen wir noch mal so ein Eckteil für die Küche. Also hier. Eine normale Wand. Eine Dreier-Dingsbums. Tapete gefällt mir nicht. So, dann machen wir hier Tech-Decken. Was ist das denn? Ich will das haben.
Bau das jetzt. Okay, erstmal zurück zur Küche. Möbel. Eckgedöns. Wo ist er? Wir brauchen sowas hier. Ein Corner. Corner left, corner right. Was zum Teufel macht das für einen Unterschied? Ist das nicht total egal? So, das nehmen wir erstmal mit. Und dann gucken wir mal, wie das so harmoniert. Was ist das? WTF? Was? Okay, ich lass mal die 1. Aha. Ja gut, gefällt mir. Das können wir bestimmt noch gut mit einfließen lassen, auch in dieses Gebäude da. Später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die essentiellen Sachen, wie Versorgung und so. Wir brauchen die Ecke. Die Ecke mache ich jetzt... Ach nee, erstmal müssen wir die Wände machen. Und zwar... Pam... Und Pam. So. Fertig. Jetzt machen wir hier. Das wird doch bestimmt wieder nichts wegen gerade und so. Mal gucken. Ich denke, da muss ich wohl in den K-Modus gehen. Wenn er mich lässt. Ja, tut er. Das ist gut. Müsste eigentlich passen, oder? Hopefully. Okay. Wenn wir da jetzt so ein... Jetzt snappt es. Ich hoffe, das ist nicht schief. Bitte. Jetzt snappt es. Okay. Dann können wir hier... Kann ich den denn jetzt rotaten? Kann ich den überhaupt rotaten? Ah, wir lassen das hier. Okay. Dann machen wir hier. Den Dishwasher. Wir brauchen jetzt hier noch so ein paar von den anderen. Also hier machen wir noch so eine Abschlussgeschichte. Und dann machen wir hier noch 1, 2, also 3. Also irgendwie 4 von den Dingern brauchen wir noch. Mal schnell gucken. Oberteile gucken wir auch gleich nochmal an, welche Holzart wir nehmen. Welche hier reinpasst. So, Kitchen. Möbel. Ich habe jetzt so ein Ding, glaube ich. Ich nehme nochmal so eins. Und nochmal auch so eins.
Warte mal, ist das so ein Acting? Ist das ein... Habe ich jetzt right oder habe ich left genommen? Ich nehme mal das Teil. Und dann brauchen wir noch... Noch zwei. Mal gucken. So.